Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Ja, hallo, hier ist Hajo Gerber, VfB Stuttgart, Cheftrainer Frauen. Glückwunsch zur 250. Folge Podcast. Es ist immer sehr, sehr interessant, das anzuhören. Und ich wünsche euch natürlich auch für die nächsten 250 Folgen viel, viel Erfolg und Spaß vor allen Dingen dabei. Hallo alle zusammen, hier spricht Klaus Vogt. Ich gratuliere dem Podcast zur 250. Folge von ganzem Herzen und ich freue mich schon auf mindestens die nächsten 250. Euer Klaus. Auf diesem Wege nur das Beste und vielen Dank für 250 Folgen Podcast. Auf die nächsten 750. Beste Grüße, Marz. Hallo zusammen, Lisa Lang von den VfB-Frauen hier. Ich gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum und freue mich schon auf die nächsten 250 Folgen Podcast. Das waren ein paar Worte der Gratulation von unseren ehemaligen Gästen, Christian Pavlic. Ich grüße dich vor allem erstmal jetzt hier. Philipp Meisel, ich grüße dich auch und wir grüßen euch da draußen, die uns alle treu zuhört seit 249 Folgen, jetzt die 250. und bedanken uns natürlich bei allen, die uns gerade so nette Grüße geschickt haben. Geht runter wie Öl, sagt man so schön, ne? So sieht's aus. Und wir haben uns für die 250. Folge gar nicht so viel ausgedacht, wie wir es schon mal gemacht haben. Wir haben mal eine Jubiläumsfolge gehabt, da haben wir einfach uns ein Bier aufgemacht und einen getrunken. Wir haben mal eine Folge gehabt, die haben wir ohne Konzept bestritten und haben einfach nur eine Stunde lang über irgendwelche NBA-Poster in unseren Kinderzimmern gesprochen. Heute machen wir einfach alles wie immer. Ihr bekommt also das, was ihr gewohnt seid, nämlich einen Rückblick auf das Blitzturnier, das Miniturnier des VfB Stuttgart in Heimstetten bei München. Gegen Mönchengladbach und gegen 1860 München ging es da. Dann schauen wir auf die heißen News dieser Woche. Das heißt einmal Transfermarkt, ein anderes Mal Marketing, denn der VfB Stuttgart hat seine offenen Sponsorenpakete, die er noch veräußern wollte, jetzt endlich veräußert, hat Partner gefunden. Dann geht's wie immer einmal kurz Richtung Akademie, biegen wir ab, ja, schauen auf die Akademie-Teams, schauen nach Obertürkheim an die Hafenbahnstraße. Und last but not least steht die Generalprobe für die bald startende Pflichtspielsaison an für den VfB Stuttgart. Es geht an diesem Wochenende an eine, ich würde fast sagen, Mutterstadt oder Mutterstätte des Fußballs, oder Christian? Richtig, das älteste Stadion, in dem je Profifußball stattgefunden hat, bei Sheffield United. So ein bisschen ein Hauch von internationaler Fußball kommt da auf. So ein bisschen Retro können wir da also auch werden. Aber ja, wie du gesagt hast, Philipp, wir machen das, was wir immer wollen, nämlich euch auf den Stand der Dinge bringen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein, chronologisch. Das vergangene Wochenende, Blitzturnier in Heimstetten, was vielleicht viele, die das nicht gesehen haben, sondern nur die Nachrichten dazu gelesen haben, mitbekommen haben dürften, ist: Alexander Nübel hat bei seiner Premiere 5 Buden gefangen, aber dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt als nur ein 1-5 gegen Borussia Mönchengladbach und als ein 2-0 gegen 1860 München, das weiß unser David Scheu, der ist nämlich vor Ort gewesen im Dauerregen von Heimstetten und bringt uns ganz frisch seine Eindrücke mit vom Blitzturnier. Querpass, der Kommentar unserer Redaktion. Am vergangenen Wochenende hat der VfB in einem Dreierturnier in Heimstetten bei München seine Form getestet gegen Borussia Mönchengladbach und 1860 München. Und ja, vor allem im ersten Spiel gegen die Gladbacher war da schon noch ziemlich Luft nach oben. Da reicht schon der Blick aufs blanke Ergebnis, 1-5, das ist eine Hausnummer. Und es wird auch nicht besser, wenn man bedenkt, dass keine 90 Minuten gespielt wurde, sondern 2x30, runtergebrochen, also alle 12 Minuten ein Gegentor. Und so wie das klingt, war die Defensivleistung an dem Nachmittag tatsächlich auch fahrig, unkonzentriert, Fehlpässe ohne Gegnerdruck. Der Trainer Sebastian Hoeneß hatte einen ziemlichen Hals nach dem Spiel und hat das Ganze auch deutlich kritisiert. Ein Hauptschuldiger war dabei gar nicht so richtig auszumachen, da haben sich die Jungs hinten tatsächlich die Klinke in die Hand gegeben und immer wieder gepatzt. Fast ein bisschen bemitleidenswert war da der neue Keeper Alex Nübel, der sein erstes Spiel für den VfB bestritten hat, und da ist so ein 1-5 natürlich ein denkbar ungünstiger Auftakt für einen Keeper, wobei man sagen muss, dass er bis auf das letzte Gegentor, einen Freistoß in die Torwartecke, gar nicht so viel machen konnte. Er hat sogar ein-, zweimal eine Ecke 7 Meter vorm Tor gefischt. Gerade Strafraumbeherrschung ist ja in den vergangenen Jahren beim VfB immer wieder ein Thema gewesen. Also das könnte was werden.
Der Trainer war dann auch zufrieden mit ihm nach dem Spiel. Seine klare Aussage, Alex Nübel ist in der Pole Position im Kampf um die Nummer 1. Und sonst gab es auch Gutes zu berichten aus Heimstätten. Jovan Milosevic zum Beispiel hat sein erstes Tor für den VfB gemacht. Das war zwar nicht arg schwer, hat aus 2 Metern eingeschoben nach Vorlage von Chris Führig, aber insgesamt macht der Junge einen guten und agilen Eindruck. Das zweite Spiel in Heimstätten hat der VfB dann gegen 1860 mit 2-0 gewonnen. Zwar nur in Anführungszeichen gegen den Drittligisten, aber der Ball lief da schon relativ flüssig und das war gut anzuschauen. Turniersieger, das ist nur eine Randnotiz, sind die Gladbacher geworden, die ihr erstes Spiel gegen die Löwen 2-1 gewonnen haben. Im strömenden Regen übrigens und weil es in Heimstätten tatsächlich nur eine ganz kleine überdachte Tribüne gibt, sind die meisten der 2500 Fans auch patschnass geworden, bevor der VfB überhaupt gegen den Ball getreten hat. Fazit des Testwochenendes in München, gute Ansätze beim VfB, aber auch noch einiges zu tun. Das war David, der für uns diesen weiten Weg und für euch natürlich den weiten Weg nach München gefahren ist, dort berichtet hat, 2 Live-Ticker angeboten hat und er hat zum Glück einen Satz nicht gebracht, den ich jetzt bringen kann, nämlich Ergebnisse von Testspielen sind sekundär. Nimmst du mir den Wind aus den Segeln? Das wollte ich nämlich gerade bringen. Ja, und ich finde, da sollte man auch konsequent bleiben. Da sollte man konsequent bleiben, wenn der VfB in der Vorbereitung 4-2 gegen Manchester City gewinnt oder 1-1 gegen Atletico Madrid. Und genauso sollte man das auch handhaben, wenn es ein 1-5 gegen Borussia Mönchengladbach gibt. Zum Glück hat der VfB Stuttgart einen Trainer, der das entsprechend einordnet. Ja, der heißt nicht Sonniger, sondern er heißt Hoeneß. Und der hat das entsprechend ja dagelassen, wo es hingehört, nämlich in ein Mittelstadium der Vorbereitung. Trainern geht es dabei gar nicht so sehr um Ergebnisse wie Fans vielleicht, sondern es geht ihnen maßgeblich darum, was sehe ich auf dem Platz? Wird das, was ich vorgebe, umgesetzt? Wie ist die Struktur? Was haben wir vorher für, sag ich mal, taktische Marschrouten ausgegeben? Realisieren die Spieler das? Und da war er gar nicht so unzufrieden. Also wenn du das, was er uns gesagt hat, als bare Münze nehmen kannst, und davon muss man einfach ausgehen, ja, warum soll er uns anlügen, dann hat er da schon Dinge gesehen, die für ihn gepasst haben. Beispielsweise, dass die Mannschaft zwar eklatante Abwehrschwächen offenbart hat, mit einer Abwehr, die so nie wieder zusammenspielen wird. Und die hat er auch deutlich herausgehoben. Ne? Also es ist nicht so, dass alles eitel Sonnenschein war, sondern diese Kritik an dieser Defensivleistung gegen Gladbach, die ist schon noch laut und deutlich geworden. Ja. So ist es nicht. Aber beispielsweise diese Grundprinzipien mit Ball. Wie agieren wir im Aufbau? Ich habe letzte Woche von Fußball ist ein Wenn-Dann-Spiel gesprochen. Ja? Und das gilt da natürlich genauso. Wenn wir den Ball haben in der eigenen Hälfte, wie spielen wir ihn in die andere Hälfte? Wenn wir hinten raus agieren, wie macht man das? Wenn der Gegner so und so über unsere linke Seite kommt, was passiert dann und so weiter? Und das sind Dinge dabei gewesen. Da hat er schon das gesehen, was er vorgegeben hat. Und ich glaube, mehr muss man darüber gar nicht sagen, auch wenn es sich natürlich bitter liest und anschaut, auch wenn du gegen einen Bundesliga-Konkurrenten, der im völligen Aufbau ist, wie Mönchengladbach. Die sind ja eine Mannschaft, die haben komplett umbrochen, neuer Trainer, neue Spiele. Da ist alles frisch. Wenn du gegen die innerhalb von einer Stunde 5 Dinger frisst, dann ist das natürlich bitter, aber darf dich nicht länger aufhalten in so einem Zeitpunkt oder in so einem Status, Stadium des der Vorbereitung, wo du dich gerade aufhältst. Zumal es auch ganz interessant ist, also ich habe dann wirklich das zweite Spiel gegen 1860, das habe ich mir ein bisschen intensiver angeschaut als das erste. Ich hatte auch Dienst am Wochenende, und aber dann nicht primär mit dem VfB zu tun. Das habe ich mir angeschaut und dann steht dann da ein nacktes Ergebnis von 2-0 und du könntest denken, naja, 2-0 gegen den Drittligisten, das ist das, was man so unter solide abbuchen würde. Aber tatsächlich fand ich die Leistung gar nicht mal so souverän und so, ja, wie man sie sich eigentlich vorstellen könnte. Das heißt, dass fast schon ein Stück weit Paradoxe an der ganzen Geschichte ist. Du kannst eben aus diesem 1-5 gegen Gladbach vermutlich deutlich mehr Schlüsse ziehen als aus diesem 2-0 gegen 60, obwohl das auf dem Papier eigentlich ein Erfolgserlebnis war. Richtig, wenn ich einen herausheben wollen würde bei diesem Spiel, dann ist es Dennis Simon. Ja. Der hat wieder mal gezeigt, in seinem dritten Auftritt jetzt in der Vorbereitung bei Spielen, dass mit ihm absolut zu rechnen ist. Ja. Es gibt nicht wenige Stimmen, die sagen, ja, warum eigentlich hast du den Nübel überhaupt geholt? Ja, ich will jetzt diesen Transfer nicht malig machen. Im Gegenteil, ja, wir werden den Mann brauchen in dieser Saison. Haben wir auch in der letzten Folge richtig ausführlich drüber gesprochen. Aber der Dennis ist soweit. Er ist wirklich an dieser Schwellensituation, ja, und ich verstehe den Verein, dass er den Nübel ausgeliehen hat, weil er sagt, er garantiert mir mehr Sicherheit, als wie wenn ich jetzt einen jungen Kerl da reinstelle, der wird mir vielleicht 5-6 Punkte kosten und nachher
kommt das Ganze vielleicht in, sag ich mal, von der öffentlichen Meinung her in ein schlechtes Fahrwasser und ich verbrenne, verheize diesen jungen Mann, da haben wir alle nichts davon. Ja, insofern ist das richtig, wie der VfB da vorgegangen ist. Nichtsdestotrotz, dieser junge Mann, Dennis Simon, der ist soweit und ich mache mir gar keine Gedanken, wenn Alex Nübel plötzlich mal ausfallen sollte und Fabi Bredlow weiterhin mit Hüftproblemen zu kämpfen hat, dann kann man den einfach spielen lassen. Unterschreibe ich. Und dann würde ich sagen, ohne die Geschichte jetzt zu arg in die Länge zu ziehen, machen wir einen Haken dran an dieses Blitzturnier, weil es war ja auch ein Blitzturnier, also sollten wir das auch blitzartig durcharbeiten hier und sind gleich wieder da für euch. Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder seins. Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB-Newsletter lesen. Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weiß-Roten mitdiskutieren zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Kommen wir zum Mittelteil oder ja, zum Hauptteil unserer Sendung. Den haben wir in zwei Bereiche aufgeteilt. Einmal Transfermarkt, einmal Sponsoring. Was willst du zuerst machen, Christian? Einleitung, Hauptteil, Schluss hat ein bisschen was von Deutschaufsatz. Ne? Richtig, also macht man richtig. Das wahrscheinlich irgendwie dialektisch so, also aufsteigend. Wir fangen so mit dem an, was vielleicht nicht ganz so der Knaller ist und steigern uns dann langsam zu den ganz wichtigen Dingen, ja. Zu den ganz dicken Fischen. Wollen der wir so machen? Großmeister der Dialektik, Christian Pavlitsch. Nee, würde ich genauso machen. Lass uns mit Transfermarktthemen einsteigen. Und da würde ich mit der Personalie beginnen wollen, die vielleicht am wenigsten Relevanz hat, denn Ömer Beyers war nicht erst seit Saisonvorbereitungsstart auf der Streichliste, der war es eigentlich schon in der letzten Saison. Ja. Der junge Mann hat hier mehrheitlich nachgewiesen, dass ihm noch das Niveau fehlt, hier eine Rolle zu spielen beim VfB Stuttgart in dem Profikader. Bei den Amateuren darf er nicht spielen aufgrund seiner Nationalität, also beim VfB 2, bei der U21. Also hat man ihn erst nach Magdeburg verliehen, hat auch nicht funktioniert. Jetzt verleiht man ihn zu Tiraspor, glaube ich, ist der korrekte Begriff, in die Türkei, erste Liga mit Kaufoption. Das heißt, wenn die Herrschaften dort meinen, der junge Mann hätte sich nachhaltig für eine weitere Beschäftigung empfohlen, dann können sie das zu einem kleinen Geld tun. Soweit ich weiß, ist die im unteren siebenstelligen Bereich anzusiedeln, die Kaufoption. Ja, also großes Geld wird man nicht mit ihm verdienen, aber man wird halt auch nichts mehr verlieren, denn der junge Mann hat natürlich Gehaltskosten, die werden jetzt von den Türken bezahlt und Ablöse hat auch mal gekostet. Die holt man vielleicht gerade so wieder rein und das, wenn die Kaufoption gezogen wird. Und das ist das, was es zu Ömer Beyers zu sagen gibt. Ich wünsche ihm alles Gute erstmal, dass er dort eine Chance bekommt. Er hat dort ja auch schon ein Trainingslager absolviert. Ja, richtig. War quasi freigestellt hier, war in, ich glaube Südtirol waren die, hat da eine Woche lang sich zeigen dürfen und hat die Verantwortlichen überzeugt. Und jetzt spielt er eben dort nächste Saison. Es schöne schwarze Trikots haben die, habe ich gesagt. Definitiv, sehen gut aus. Auch in den sozialen Medien irgendwie sehr interessantes Corporate Identity nennt sich das, glaube ich, heutzutage. Ne? So sagen die jungen Leute. Richtig. Einerseits natürlich völlig logisch, absolut logisch und das steht unterm Strich. Auf der anderen Seite, ich persönlich finde es ein bisschen traurig, weil vor allem, ich glaube, von der Leihe so zum ersten FC Magdeburg hat man sich dann deutlich mehr erhofft, auch aufgrund des Spielsystems. Da hat man gedacht, da ist jemand, der so einen klassischen Zehner spielt, der sich da durchsetzen kann. Aber das war ja auch alles gegeben. Sein. Das war alles gegeben. Du hast mit Christian Titz einen Trainer, der richtig geilen Fußball spielen lassen kann. Der hätte alles gepasst, der wollte ihn auch unbedingt haben. Dann kommt halt so, wie es gekommen ist, die stehen hinten drin und dann kann auch der offensiv denkendste Trainer irgendwann nicht mehr anders, außer eben pragmatisch zu entscheiden. Und pragmatisch entscheiden heißt, keine Spielränzchen, keine Spielereien, keine allzu großen Chancen für Nachwuchsleute. Wir müssen gucken, dass wir hier drin bleiben und durchkommen. Und dann geht eben so ein junger Mann dann baden. Ähnlich war es mit Aulo Kuhl in Sandhausen ja auch. Der hat dort auch waren andere Dinge ausgemacht, aber als der Alois Schwarz, der damalige Trainer, unter Druck geraten ist, hat er halt nicht darauf geschaut, dass ein Alu Kohl da seine Chancen bekommt, sondern dass seine Mannschaft genügend Punkte holt. Ja. Und dann kam noch dazu, dass er dann, als er die Chance bekommen hat, mit der offenen Sohle an der Auslinie einen auf die Tribüne geknabbert hat, dann war halt nichts mehr zu machen. Also wenn du dann, sag ich mal, deine eigene Erwartungshaltung nicht mehr zügeln kannst, ja, und unbedingt dich jetzt zeigen willst und dann, ja,
räumst du da so einen Sportskameraden ab, dann ist es halt ja, schwierig. Ist ja nicht so, dass man beim VfB das nicht auch kennen würde, dass man da mit Leihspielern ein bisschen anders umgeht, wenn der Punktedruck irgendwie da ist und ganz anders ist, dann kommen so ist doch es. Auch die Arrivierten zum Tragen. Und so dann, und dann kam UNDAF. Ja, so sieht's aus. Also während wir hier sprechen, diese Folge aufnehmen für euch, ist der gute Mann schon dabei, die obligatorischen Promo-Fotos zu schießen. Ja, ihr kennt das ja alle, da werden dann irgendwelche komischen animierten Videoclips, GIFs, was weiß ich was alles noch produziert, die fertig sind. Dann, wenn der Vertrag offiziell verkündet wird, es ist ein Leihvertrag. Ja, Dennis UNDAF wird sich von Brighton Hove and Albion hier dem VfB anschließen auf Leihbasis. Das macht der VfB einfach, um Risiko zu minimieren. Ja, er hat in Person von Fabian Wohlgemuth ja schon länger ausgegeben, dass man versucht, viel mit Leihgeschäften zu arbeiten, um, das Budget etwas zu entlasten, womöglich. Allerdings konnte man eine Kaufoption sich sichern, also ähnlich wie es die Türken haben bei Bears, hat das auch der VfB. Wenn der junge Mann einschlägt, dann kann man ihn fest verpflichten. Über die Höhe wurde Stillschweigen vereinbart, zumindest uns gegenüber. Wir haben bis jetzt noch nicht rausgefunden, wie hoch sie ist. Die Kaufoption, wir wissen nur, dass sie existiert. Aber Philipp, wir müssen rund um diese Geschichte noch einen Hintergrundaspekt erwähnen. Du zappelst schon seit heute früh um 10 und willst uns erzählen, was denn so die Hintergründe sind, wie das zustande kommt, was es damit auf sich hat, dass dieser Transfer so zustande kommen kann. Es gibt sogar mehrere. Also der für mich interessante als Nerd, was sowas angeht, ist der... Da sprichst du mit dem Richtigen übrigens. Ja, richtig. Ist Tony Bloom. Tony Bloom, anderen vielleicht bekannt als The Lizard, ehemaliger Pokerspieler, mehrfach Braces gewonnen, sehr, sehr viel Geld eingenommen und das dann durch clevere unternehmerische Entscheidungen, sage ich mal, vervielfacht, gilt als Multimilliardär, muss man auch erstmal hinbekommen. Ja. Der hat nicht nur 2,50 Euro auf der Bank. Jedenfalls, Herr Blum hat auch ein großes Herz für Brighton Hove and Albion, wo Dennis UNDAF spielt. Der gehört nämlich der Club. Und er hat auch ein Herz für Union Saint-Gilloise, der Club, für den Dennis UNDAF vorher gespielt hat. Und Saint-Gilloise vielleicht für einen von euch oder die meisten von euch werden sie kennen, weil sie letztes Jahr das UEFA-Cup-Halbfinale gegen Bayer Leverkusen gespielt haben, richtig? Oder Europapokal-Halbfinale, sagt man. Das Viertelfinale war es. Viertelfinale, und da sind sie aber tatsächlich, sie haben unter anderem in der Gruppe zweimal Union Berlin geschlagen, sind dann nochmal in der Zwischenrunde auch gegen Union weitergekommen und haben dann im Viertelfinale gegen Bayer Leverkusen verloren. Aber trotzdem Riesen-Run. Riesen-Run, und jedenfalls, diese beiden Clubs gehören Mr. Blum, zumindest ein Großteil der Anteile. Und was Mr. Blum noch so gerne macht, ist, er konzentriert sich, wie das Mathematiker, aka Pokerspieler so gerne machen, auf Daten. Big Data ist das Stichwort. Sowohl die Engländer als auch die Belgier sind Clubs, die quasi ihr Scouting-Profil oder die Spieler, die sie suchen, komplett datenbasiert suchen. So kam Dennis UNDAF einst aus den Untiefen des deutschen Fußballs. Der war davor bei Meppen, bei Werder 2, bei TuS, Havelse, was weiß ich was wo, ja. Wie das dann doch geschafft hat, noch im Profifußball, sogar in der Premier League anzukommen, hat bei Saint-Gilloise 25 Buden erzielt. In England hat es jetzt nicht ganz so funktioniert, hat natürlich damit beispielsweise Caicedo auch eine Top-Konkurrenz da vorne drin gehabt, aber er sucht jetzt eben die Möglichkeit, sich in Deutschland zu empfehlen, auch für eine EM-Kader. Er könnte theoretisch deutscher Nationalspieler werden fürs Turnier nächstes Jahr, und so ist er einen Weg gegangen, den ein anderer Spieler, der beim VfB schon mal gegangen ist, beim VfB aktuell ist, auch schon gegangen ist, nämlich. Das wirst du mir jetzt sagen? Luca Pfeiffer. Ja, richtig. Luca Pfeiffer ging einst von Deutschland über Kickers Stuttgart, Darmstadt, war glaube ich davor auch schon mal. Dann ist er nach Midtjylland, nach Dänemark gegangen. Auch ein Club, der bekannt ist, sein Scouting komplett datenbasiert zu machen. Auch schon ein, zweimal Champions League gespielt, unter anderem dänischer Meister gewesen. So sieht's aus, und so hat ihn dann irgendwann seinen Weg wieder hierher zum VfB Stuttgart, oder was heißt wieder, aber zum VfB Stuttgart geführt. Das ist der eine Aspekt, den ich persönlich sehr interessant finde, denn er sagt noch was aus. Nicht nur, dass Daten mittlerweile eine große Rolle spielen im europäischen Fußball, sondern eben auch, dass ein Spieler wie UNDAF, der jetzt nicht die Top Geige in irgendwelchen NLZs gespielt hat, doch mit harter Arbeit und ein bisschen Glück
ganz oben, sprich Premier League, ankommen kann. Das zeugt von seinem Arbeitsethos, das ist erstmal nicht schlecht. Ja. Dass er ein Tor treffen kann, hat er nachhaltig auch schon bewiesen in Belgien. Jetzt bin ich gespannt, das ist jetzt der dritte Aspekt, wie und ob er zu Serhou Guirassy passt. Und das ist vielleicht die Anschlussfrage, die sich viele Fans stellen. Ja. Wird er denn zu Serhou Guirassy passen müssen? Anders gefragt, hat oder dieser passen dürfen, hat dieser Transfer Auswirkungen auf Guirassy oder ist das sozusagen ein Stück weit vorgegriffen? Hat das gar nichts miteinander zu tun? Was weißt du da? Die offizielle Sprachregelung ist, nein, hat nichts miteinander zu tun. Das heißt, man möchte Serhou Guirassy weiterhin halten. Mhm. Ja, er hat auch bisher keine anderen Signale gesendet, auch wenn der natürlich selbst ein bisschen von der Premier League träumt. Logisch, ja. Aber vielleicht wird er diesen Schritt erst nächste Saison gehen. Man hat jetzt einen Spieler geholt mit Dennis Undav, der gut zu ihm passt. Wuchtig, aggressiv, aber nicht reiner Boxspieler, sondern er kann auch um den neuen rum agieren, ja, die weiteren Wege gehen. Somit wird er eigentlich ganz gut zusammenpassen, rein theoretisch jetzt. Ja. Praktisch müssen sie es erst zeigen, die beiden Jungs. Und bei Guirassy sollte er gehen im letzten Moment, vielleicht auch, dann hat man eben doch einen Vorgriff schon geschafft und hat sich eine weitere Nummer 9 ins Haus geholt, die diese Rolle übernehmen kann, ja, diese zentrale Rolle. Und ein Nebenaspekt vielleicht ist noch, es ist natürlich auch eine ganz klare Aussage an diejenigen, die da sind, ja. Bei allem Potenzial, Stichwort Castanaras, der seine ersten Laufversuche jetzt wieder macht, oder Sanko, der die ganze Vorbereitung durchzieht bisher schon und auch gute Performance zeigt. Aber auch Perea, die ist halt nicht ganz so hoch. Pfeiffer haben wir schon angesprochen. Das Vertrauen in diese Jungs, wie es vielleicht sein müsste. Deswegen hat man einen weiteren Offensivmann dazugeholt, hat jetzt 34 Spieler im Kader. Und so langsam aber sicher wird es mal Zeit, dass hier ausgemistet wird. Ein bisschen eng in der Umkleide, ne? So sieht's aus. Aber was ich sehr interessant finde rund um diesen Transfer und auch zu dem, was wir in der vergangenen Woche zu Alexander Nübel besprochen haben, was ich bemerkenswert finde, ist, dass es Spieler sind, also Nübel in der vergangenen Woche oder jetzt Dennis Undav, bei denen klar ist, dass sie zum VfB kommen wollen. Also Spieler, die den Willen hatten, nach Stuttgart zu kommen. Bei Nübel beispielsweise auch mit Gehaltsverzicht verbunden. Aber der VfB, so ist zumindest mein Eindruck, ist wieder eine Adresse, zu der man als perspektivisch talentierter Spieler gerne hinkommt, um sich weiterzuentwickeln. Das war nicht immer so, oder was, sagen wir es anders, das drohte in den vergangenen Jahren, finde ich, ein Stück weit verloren zu gehen, ja, und ist jetzt offenbar wieder zurück. Das finde ich fast das Bemerkenswerteste an diesen beiden Geschichten. Ja, jetzt wird man halt, wie gesagt, wird sich alles dann weiterweisen, wenn man halt Ergebnisse auf dem Blatt sieht. Ja, das ist das Nächste, was jetzt einfach dann folgen muss und was wir dann auch wiederum bewerten können. Ja, ich tue mir jetzt hier und da ein bisschen schwer, auch wenn es theoretisch zu passen scheint und so weiter. Ja, du weißt einfach immer erst, was wirklich bei rauskommt, wenn die ersten Härtetests gelaufen sind und der Pflichtspielbetrieb läuft, und dazu kommen wir ja im Sendungsverlauf dann auch noch. Kommen wir, wozu wir aber auch kommen müssen, ist, dass es vermehrt mittlerweile auch Gerüchte, Tendenzen, Informationen gibt, wonach es Topclubs aus Europa gibt, die, wie hast du so schön im Transferticker gesagt, graben an VfB-Leistungsträgern, ja, in der Defensive. Also namentlich vor allem ist da zu nennen Dinos Mavropanos, der mit Napoli in Verbindung gebracht wird, und jetzt auch ganz frisch Hiroki Ito, an dem offenbar Ajax dran ist. Wie nimmst du das alles wahr? Einerseits natürlich auch wieder ein gutes Zeichen zu sagen, na guck, pass auf, wenn diese Defensivleute von solchen Clubs gewollt sind oder gewünscht sind oder die sich die zumindest anschauen, dann spricht das auch für deinen Kader. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch unglücklich aus VfB-Sicht. Ja, zumindest wenn du alle beide verlieren würdest. Ja. Also das ist natürlich nicht geplant. Als ich vor, ist noch gar nicht so lange her, den wenigen Tagen von Neukirchen da in Österreich, in dem abgebrochenen Trainingslager, mich mal kurz mit Fabian Wohlgemuth ein paar Minuten in Ruhe unterhalten konnte, ohne dass andere mitgehört haben und die Ohren spitz waren, dann hat er mir drei Spieler genannt beim VfB, die unverkäuflich sind. Zwei davon kommen aus Japan und einer kommt aus Usbekistan, wenn man so möchte. Ja, weil die Anton ist in Usbekistan geboren und Ito und Endo eben in Japan. Und von diesen drei hat er gesagt, also eigentlich nur über unsere Leiche. So, ja, das muss schon sehr, sehr, sehr viel geboten werden.
Ajax in Person von Sven Mislintat hat jetzt wohl mal 12 Millionen auf den Tisch gelegt. Das ist natürlich viel zu wenig. Da diskutieren die überhaupt gar nicht weiter. Bei Ajax kann ich vielleicht ganz kurz reingrätschen, yeah, weil dann kann ich mal wieder, wenn wir schon so eine Jubiläumsfolge haben, auch mal wieder mit meinem Wissen aus der Sportske Novosti glänzen. Oh, jetzt kommt. Der kroatischen Gazette meiner Wahl. Ja. Der Hintergrund ist nämlich folgender. Es gab in den vergangenen Wochen Meldungen und ja, verbrieft, dass Sven Mislintat in seiner Funktion bei Ajax, bei Dinamo Zagreb, vorstellig geworden ist, sich da Spiele angeschaut hat, um den Kollegen Josip Šutalo zu beobachten, kroatischer Innenverteidiger, Riesenname. Mittlerweile hat sich auch in der Innenverteidigung in der Nationalmannschaft festgesetzt, war auch mal kurzzeitig im Gespräch, vielleicht bei RB Leipzig als Nachfolger für Guardiola, wenn der zu City geht. So, dieser Transfer ist offenbar in die Binsen gegangen, da hat man sich nicht einigen können, ja, und das heißt, aus der Geschichte Josip Šutalo zu Ajax, den wollte er da unbedingt hinlotsen, wird offenbar nichts, und dann wurde eben der Fokus anderweitig gerichtet, und da ist jetzt eben seitdem, also das ist wirklich sehr interessant, dass das so einhergeht, also die Kroaten schreiben von dem Scheitern, zumindest stand jetzt Scheitern mit Šutalo, und dann ploppt eben der Name Ito auf bei Ajax, eine sehr interessante Entwicklung. Ja, wie, ja, wobei, wie gesagt, also noch ist beim VfB Stuttgart nichts auf dem Tisch gelandet, was in irgendeiner Form ja an ihrer Haltung was ändern lässt, sondern ja, es bleibt dabei, bevor da nicht eine 2 vor der Endsumme steht, der Millionensumme, dann versuchen die gar nicht weiter großartig Gespräche zu führen, ob Ajax bereit ist, 20 Millionen plus X auszugeben. Für so einen Spieler wird sich erst noch zeigen, aber es ist natürlich ja nur stringent irgendwo. Mislintat hat ihn damals auch aus Japan geholt, hat ihn entdeckt dort in der zweiten Liga und hat ihn dann hierher geholt mit der, mit dem Plan, wir entwickeln den mal über die zweite Mannschaft. Der Plan war nach einem Trainingseinheit mit unter Pellegrino Matarazzo passé, da hieß es, den gebe ich nicht mehr, ja, und das zu Recht. Und bei Mavropanos, da ist man, glaube ich, ein bisschen früher gesprächsbereit. Was die Summe angeht, der Grieche hat klar signalisiert, dass er sich auch was anderes vorstellen kann. Der VfB hat klar signalisiert, dass er sich auch was anderes vorstellen kann, wenn die, wie sagst du immer so schön, die kleinste Violine der Welt ordentlich spielt, ne? Also hier, wenn der Preis stimmt. Ja, ja. Und gefühlt ist es aber nur jetzt sozusagen, sag ich mal, vom Feeling her das Gefühl, das ich habe. Andi Möller, meine Damen und Herren, Andi Möller. Ja, wir brauchen noch ein paar Fußballer-Zitate, das ist ganz klar. Vom Feeling her hatte ich ein gutes Gefühl. Aber so Dinos Mavropanos zu Napoli, das ist so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen. Also das ist so ein Ding, wo ich sagen würde, geht schon in die Richtung ein bisschen Arsch auf einmal. Wer sich den Kader von Napoli anschaut, sehr international, sehr irgendwann mit Charakterköpfen gesät, spielt Champions League. Das fände ich hat jetzt... Hat durch Kim, den sie abgegeben haben an die Bayern, auch die entsprechende Vakanz. Da so ist genau es. Die Position frei. Ne? So ist es, so ist es. Also von daher, das ist ein Ding, da könnte ich schon sagen, naja, wenn das passiert, dann kann man das schon abnicken. Auch Ito übrigens ist schon mal in Verbindung mit Napoli genannt worden, ja, so ist es nicht. Da wird uns noch das ein oder andere Gerücht begleiten, bevor es dann vielleicht mal konkret wird vor dem 1.9., dann endet der Mercato, ja, das Transferfenster. Hier, steht nicht drauf, aber Hinweis Transferticker. Richtig, ja, genau. Wenn ihr also wissen wollt, was sich so international tut rund um die VfB-Spieler oder Spieler, die mit dem VfB in Verbindung, wollte ich sagen, gebracht werden, dann ja, habt ihr unseren Transferticker in der MeinVfB-App oder eben auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de, und da steht alles drin, was Gerücht, Entwicklung, Tendenz oder eben eigenrecherchierte Information ist. Insofern seid ihr da an der richtigen Adresse, wenn ihr wissen wollt, was abgeht, unter dem Hashtag VfB-Transfers. So, womit wir beim Thema Sponsoring wären und schon wieder ein bisschen bei der kleinsten Violine der Welt. Oder ist das, was gerade diskutiert wird und was dann vermutlich kommuniziert wird, auch schon eher eine Bratsche? Ich wollte es gerade sagen, das ist eine Bratsche mit dem Tendenz zum Kontrabass, was ja, da die Kollegen Kasper und Konsorten, also Marketingvorstand und sein Team, die letzten Wochen und Monate hingelegt haben. Das war nämlich harte Arbeit. Ja, da hat man öfters mal bis nachts, weit nach Mitternacht gesessen, noch an irgendwelchen Ideen geschraubt, Verträge, Vorlagen, was weiß ich, was alles zusammengeschrieben. Ist mehrmals nach Paris gereist, TGW-Verbindung sei Dank, ja, und hat jetzt was mitgebracht. Nämlich einen neuen Hauptsponsor, eine Woche vor Pflichtspielstart, das heißt, man hat jetzt noch eine Woche Zeit, das Zeug zu beflocken, bevor die Mannschaft dann damit auftritt. Und Fotos zu machen. Fotos zu machen, klar. Der neue Hauptsponsor ist Winamax.
So, jetzt sagst du oder fragst du, was zur Hölle ist Winamax? Was zur Hölle ist Winamax? Winamax ist ein Unternehmen der Glücksspielbranche. Jetzt sagen viele, oh, Wettanbieter, was soll das? Ja, und das ist durchaus legitim, so eine Frage zu stellen, vor allem wenn Ruben Kasper sich vor kurzem erst noch bei den Kollegen im Interview aus dem Fenster gelehnt hat, wir nehmen vielleicht nicht den, der das meiste Geld bietet. Ja? Fun Fact, es ist nicht das Unternehmen, das am meisten Geld geboten hat, aber der VfB hat sich für diese französische Partnerschaft oder für diesen französischen Partner entschieden, denn die stehen vor dem Markteintritt in Deutschland. Die wollen also richtig groß hier rein. Die haben in Frankreich 60% Marktanteil, sind in Spanien und in Portugal aktiv, haben in der Ligue 1 alleine, glaube ich, 5 Erstligisten, wo sie als Sponsor oder Hauptsponsor oder aber Partner unterwegs sind. Richtig, das ist schon sehr auffällig. Also hat man das schon ein paar Mal gesehen. Ja. Und da ist wieder die Brücke zu Tony Blum. Man kann auch Poker spielen bei den Herrschaften. Ja, jedenfalls geben die für das Jahr auf der VfB-Brust 8,5 Millionen Euro aus, nach meinen Informationen. Das ist eine ordentliche Bratsche, wenn du mich fragst. Das wollte ich gerade fragen. Also wenn man das mal in Relation setzt zu dem, was der VfB bisher von Hauptsponsoren bekommen hat und zu dem, was so in der Konkurrenz gezahlt wird, ist das, finde ich, schon ein Brett. Nur mal ein Beispiel. Also die Werderaner, die haben ein Unternehmen aus der Baubranche, Martei oder so ähnlich, jetzt drauf. Die zahlen, soweit ich das eruieren konnte, 5 Millionen Euro. Hm. Ja, Unternehmen wie Paramount Plus, ein Streamingdienst, der jetzt bei Union Berlin auf der Brust ist, die haben übrigens auch mit Winamax verhandelt, haben sie aber nicht bekommen. VfB Pitch war besser. Die kriegen jetzt von Paramount Plus 3,5 Millionen fürs Jahr. Und das, wir reden vom Champions League-Teilnehmer. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, meine Zahlen oder meine Informationen sind sehr, sehr gut. Das passt schon alles so. Sonst würde ich das hier nicht so droppen. Und das ist einfach eine Hausnummer. Ja. 3 Jahre dauert der Vertrag. Das ist wirklich eine ordentliche Summe. Dazu hat der VfB auch die anderen Pakete noch, sag ich mal, entwickelt bekommen. Ja, man hat ja gesagt, man hatte eine Grundsumme von roundabout 16 Millionen Euro, die plötzlich offen war, nachdem Daimler zurückgezogen hat, in dem Maße, wie sie zurückgezogen haben. Durch den Einstieg von MHP, Porsche über den Stadionnamen, Porsche als Ärmelsponsor in der Akademie, plus jetzt Winamax auf der Brust und die beiden Partner, die jetzt noch für den Profi-Ärmel und die Trainingswear dazu kommen, beides Unternehmen aus der Region, eines aus der Solarbranche, sage ich jetzt mal. Die Informationen habt ihr wahrscheinlich schon alle, während ihr jetzt diesen Podcast hört, denn der VfB ist am Donnerstagmorgen mit allem auf den Markt gegangen. Wollte ich gerade sagen, kurzer Uhrenvergleich. Ja, also genau, wir haben ungefähr Mittwoch 14.30 Uhr. Also, wenn ihr das hört, dann ist offenbar schon mehr passiert. So sieht es aus. 2 regionale Player, Winamax, dieser eine regionale Player, der die Trainingswear macht, also alles, mit dem die Spieler jetzt auf den Platz kommen, Trainingseinheiten, beim Aufwärmen in Stadien, ja, hat einen anderen Hauptsponsor auf der Brust wie eben Winamax, logisch. Und die nehmen auch, die Trainingswear bekommen haben, die nehmen sich auch noch die NLZ-Brust, also alle Akademie-Teams bis zu 21 haben das auf der Brust mit Porsche auf dem Ärmel. Das ist insgesamt ein Paket, was die 16 Millionen Euro nicht nur kompensiert, sondern sie übertrifft. Da steht jetzt ein Zweier vorne dran. Ja, das ist eine ordentliche Hausnummer für den VfB Stuttgart. Ja, Wettanbieter, ja, sehr spät, aber ich glaube, unterm Strich ist es als positiv zu bewerten, zumindest auf den ersten Blick, denn die kleinste Violine der Welt, aka Bratsche, die muss einfach spielen, dafür ist jeder VfB oder jeder Fußballverein abhängig. Und was ich schon so angedeutet bekommen habe, ist beispielsweise, dass der VfB mit dem Anbieter aus dem Solarmarkt so einige Dinge im Bereich Nachhaltigkeit vorhat. Insofern glaube ich, kann man es unterm Strich einfach als positiv bewerten, dass da jetzt jede Menge frisches Geld in den Laden kommt. Ja, es scheint einfach zumindest einfach eine Weiterentwicklung zu sein. Ne? Also vor allem, wenn man sich die nackten Summen anschaut, das ist schon mal das eine, das Geld an sich. Klar muss man immer Gedankenstrich einwenden, du musst mit dem Geld auch was anstellen können. Das haben wir aber schon oft, das haben wir schon oft als Thema gehabt, das versteht sich von selbst. Aber es erstmal zu generieren, das ist ja der erste Schritt und der ist gemacht oder da ist man noch weiter auf einem sehr, sehr guten Weg. Das musst du halt immer auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dass wir hier von einem Verein sprechen,
sprechen, der zweimal gegen den Abstieg gespielt hat. Korrekt. Ja, wir sind jetzt hier kein Mittelklasse-Club oder keiner mit Tendenz nach oben, sondern es ist einfach so, wie es ist. Und ja, vollkommen richtig, egal wie viel Geld es ist, man muss erstmal was Sinnvolles damit anstellen. Aber so wie es momentan gerade läuft an der Nachrichtenfront und das, was wir eben in den Gesprächen mit den Verantwortlichen so raushören, hinterlässt den Eindruck, dass da ordentliche Arbeit gemacht wird und dass man die Hoffnung haben kann, dass mit diesen finanziellen Möglichkeiten, die es existieren, Dinge angestellt werden, die ja einen zarten Hoffnungsschimmer, sage ich jetzt mal so, einziehen lassen. Also die Gefahr scheint nicht mehr so groß zu sein, dass man wie einst unter den Herrschaften, beispielsweise Dietrich Reschke, mit der vielen Kohle rausgeht, hausieren geht, sie auf den Markt wirft und dann zwei Jahre später dasteht und denkt so, hoppla, das war vielleicht dann doch nicht so nachhaltig, wie es vielleicht hätte sein müssen. Zarter Hoffnungsschimmer, hast du gesagt. Und ich muss in der 250. einen Delling bringen und sagen, zu zarten Hoffnungsschimmern, die möglicherweise aus dem Nachwuchs emporkommen beim VfB Stuttgart, zu denen kommen wir jetzt. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. So kuschelig, wie wir beiden hier zusammensitzen, völlig ungewohnte Situation übrigens, Christian, wird es jetzt auch in unserem NLZ-Blog. Lass uns anfangen mit der U21. Die steht vor dem Ligastart. Am Wochenende geht's gegen... Ja, das darf ich. Bitte, ich leg's dir gerade. SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ist der Regionalliga-Auftakt für den VfB 2. Und als Generalprobe gab's am vergangenen Wochenende, am Samstag, so ein XXL-Spiel gegen den FCSG 2, FC St. Gallen, ging 5-2 aus für den VfB 2. Und ganz gute Anzeichen schon mal zu sehen für den Start in die Regionalliga. Ich glaube, der Trainer, du konntest mit ihm sprechen, kannst du gleich was dazu sagen, da war, glaube ich, nicht ganz unzufrieden, ne? Nee, der ist nicht ganz so unzufrieden gewesen. Er hat vor allem sich mit den Leuten sehr zufrieden gezeigt, die so aus dem eigenen Nachwuchs kommen und jetzt einen Schritt machen müssen. Also Beispiele Paula und Hoppe, die beide auch bei den Profis zum Teil dabei waren. Das sind Spieler, die zum Gerüst dieser Mannschaft gehören werden. Er zeigte sich grundsätzlich einverstanden mit der Vorbereitung. Der Härtetest war auch okay und du merkst halt bei Markus Fiedler jetzt mittlerweile auch raus, dass da eine gewisse Vorfreude da ist. Ja. Der junge Mann hat Zeit seines Trainerlebens nur auf irgendwelchen NLZ oder sonst wo Plätzen gearbeitet. Der war noch nie am Biberer Berg. Der war noch nie in Koblenz im Moselstadion. Der freut sich natürlich wie Bolle jetzt, dass da jetzt mal Fußballspiele mit Atmo plötzlich auf ihn zukommen. Derby gegen die Kickers. Derby Kickers, genau. Jetzt vielleicht nicht gleich zu Beginn gegen Fulda Lehnerz, aber da wird es schon einige Male rumpeln und da freut es den Trainer natürlich auch, dass da mal ein bisschen Leben in der Bude ist. Was ihn nicht so freut, ist, dass die gleich quasi in der ersten Woche nach dem Auftakt Pause haben. Mhm. Ja, das will natürlich kein Trainer, wenn du auf so eine lange Vorbereitung kommst und willst dann Gas geben, dann absolvierst du das erste Pflichtspiel und im zweiten hast du schon mal standardmäßig Pause, weil der Spielplan es eben so vorgibt, dann gleich englische Woche weiter. Das ist nicht ganz so super, aber schlussendlich diese typische alle scharren mit den Hufen Situation. Die wollen loslegen, die haben Bock, die sind, glaube ich, gut aufgestellt. Was offen ist, das ist natürlich auch so neu für ihn. So diese Thematik, der hatte zum ersten Mal die Situation, dass sein Kader sich noch verändern kann. Ja. Noch einige Wochen, ja, weil dann bis zum 1. September kannst du auch in der Regionalliga noch wechseln. Und da bleibt es also spannend. Ja. Und was für ein Typ er ist, wer ist dieser Markus Fiedler? Wo kommt er her? Wo sind seine Wurzeln? Wie will er Fußball spielen lassen? All diese Dinge. Die habe ich ihn gefragt, gemeinsam mit meinem Kollegen Jürgen Frey. Und das lest ihr natürlich alles rechtzeitig bei uns in der App und auf Stuttgarter Zeitung und Nachrichten.de, bevor es dann am Samstag losgeht mit dem Pflichtspielen für den VfB 2. Werden wir natürlich auch alles für euch beobachten. Könnt ihr bei uns nachlesen am Wochenende, wie das denn da gelaufen ist. Gleiches gilt für die U19 von Nico Willig. Die ist unterwegs bei einem Turnier, von dem ich mir habe sagen lassen, dass es der Trainer der U19 Fan ist. Ja, richtig. Ja. Nico Willig ist großer Fan des U19-Turniers in Oberndorf. Aus folgendem Grund, weil du da nicht nur den Vergleich hast mit Top-Mannschaften in Deutschland von deiner Altersklasse, also da ist zum Beispiel Schalke dabei, ja, die nicht aus der Staffel sind vom VfB. Freiburg-Mainz ist dabei, aber es ist eben halt auch der FC Everton dabei.
Die AS die Roma. Die Toffees. Die Toffees, genau. Die AS Roma ist dabei. FC Midtjylland. Und als Highlight, wann bitte hast du schon mal die Chance, gegen Palmeiras zu spielen? Ja? Also brasilianischer Topclub kommt da vorbei, schickt seine Jugend und ja, lustigerweise, ich habe Nico jetzt nicht gesprochen, vor dem Wochenende habe ich ja mit Tobi Radgib gesprochen, sein Co-Trainer. Und der hatte nur der hatte Augen so groß wie Spiegeleier. Bloß, ja, geil, ey, endlich mal richtige Truppen, da wird ordentlich geschrubbt, da müssen die sich warm anziehen, da kannst du nicht Pause. Also der hat am liebsten selber mitgespielt, ja, weil er natürlich schon ein paar Tage zu alt ist, der alte Nellinger, aber er hat, was er damit sagen wollte, ja. Für eine Mannschaft, die in so einer Entwicklungsphase ist, kurz vor, werde ich jetzt Profi vielleicht oder nicht, gibt es nichts Besseres, als gegen solche internationalen Hausnummern zu spielen, weil das einfach ein völlig anderer Reiz ist, als eben gegen Hoffenheim, Augsburg, Mainz, Nürnberg, was weiß ich, am Wochenende der Junioren-Bundesliga zu spielen. Genau, die wollte ich gerade auch aufzählen. Und ich will damit gar nicht abwehren. Nein, überhaupt nicht. Nicht falsch verstehen, Nein. Also es ist ja, wenn der TBRÜ Tischtennis jedes Jahr gegen Silmingen und Bernhausen spielt, dann freust du dich auch mal, wenn du nach zur SG Erkenbrechtsweiler Hochwang fahren kannst. Ja, das ist dann auch mal ein Ausflügchen. Ja. Ja, also das gehört schon auch dazu. Ja. Nee, und vor allem, man merkt es ja auch bei der U19 schon seit Jahren. Wir beobachten das ja auch jede Woche. Zum Beispiel die kleinen Highlights im DFB-Pokal. Also man freut sich ja schon, wenn man mal gegen Werder Bremen, wenn man gegen Bayer Leverkusen spielt, wenn man gegen die Hertha. Das ist ja schon mal ein Highlight. Und das alles halt eben ist dann mit Palmeiras und Roma und Midtjylland, das ist halt nochmal potenziert. Also ihr da draußen, die ihr jetzt diese Sendung hört oder vielleicht auch seht, ja, es war keineswegs so eine Art Wette, die wir laufen hatten, dass wir jetzt in einem Themenblock Palmeiras, Nürnberg und TB Ruud unterbringen mussten. Aber wenn es einer kann, dann kann es halt Christian Pavlic. Ja, danke für die Blumen. Ja. Aber trotzdem, ne, das ist dieses Gefühl, das du hast. Einfach mal was anderes. Ja. Und wenn du, und noch geiler ist es einfach, wenn diese Vorfreude nicht nur bei den Spielern ist, sondern wenn eben Vereinslegenden wie Tobi Radgib diese Vorfreude nach außen tragen, das ist ja herrlich. Der hatte richtig Bock. Ich hab gedacht, der schnallt mich jetzt einfach auf den Rücken, nimmt mich auch noch mit. So, also es war wirklich, und es ist auch komplett eingepreist, dass sie da eine Rasur bekommen. Ja, weil auch das wäre dann was sie mitbringen, was ihnen hilft. Der Kader gilt jetzt als nicht ganz so talentiert wie vielleicht der letztjährige. Ja. Wo die ein Teil der zwei Fünfer drin waren, die jetzt schon wieder dem entwachsen sind, Lauren Ulrich beispielsweise und Dennis Simon beispielsweise, aber ein Kader, der den Trainer gerne haben, weil das Spieler sind, die natürlich auch Fußball spielen können, sonst wären sie nicht da, aber vielleicht nicht ganz so hoch gehandelt sind, intern, auch vereinsintern, wie manch andere und deswegen jetzt daraus quasi Stärke entwickeln können, Antrieb entwickeln können, ja, und dann zu etwas zusammenwachsen können, was man vielleicht vorher gar nicht erwartet hat. Ja, und wenn man jetzt sieht beispielsweise, dazu gehört nämlich auch, gehört auch dazu, dass ein Sebastian Hoeneß jetzt der Trainer da ist, der dann halt in so einem Test wie in Heimstetten plötzlich einen Luca Raimund bringt und einen Tom Barth bringt, ja, Namen, die jetzt hier vielleicht noch gar keiner auf dem Schirm hatte, dann ist es natürlich wiederum ein Zeichen für die Jungs selber auch. Belohnung bekommen, 10 Minuten bekommen bei den Profis, jetzt geht es wieder zurück in die Mannschaft, dort wieder Leistung bringen, Gas geben, performen, rasieren von mir aus auch und dann gibt es vielleicht nochmal 10 Minuten. Ja, und diese Art des Ansporns, wenn die sich überträgt, dann ist es egal, ob die Mannschaft jetzt so vielleicht nicht ganz so talentiert ist wie der Vorgängerjahrgang, er kann oder sie kann dann trotzdem zu sportlichen Höchstleistungen kommen und damit rechnet man so ein Stück weit auch bei Nico Willig, Tobi Radgeb und der NLZ-Leitung um Thomas Krücken. Das Turnier in Oberndorf, also jetzt und dann geht's los offiziell eine Woche später, 13. August gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth, gegen das Kleeblatt. Da sind sie wieder, die Fürther. Ja. Ja. Die sind auch immer wieder da. U17 fängt schon jetzt an, am Samstag, 13 Uhr. Beim 1. FC Nürnberg auswärts. Wir bleiben in Franken, wir bleiben auch dabei, was ich letzte Woche schon gesagt habe. Ich kann euch leider noch gar nicht viel sagen. Ich hatte keine große Gelegenheit bisher, mich mit Jan Kirchhoff kurz zu schließen. Ich habe die Mannschaft, ich kenne die Namen, klar, ich kenne die Kaderliste, klar. Aber mehr kann ich dazu einfach noch nicht sagen und deswegen möchte ich es auch gar nicht tun. Ich möchte mir erstmal selbst einen Eindruck verschaffen. Kann ich am Wochenende leider wieder nicht, weil ich in England weilen werde. Dazu kommen wir nachher noch. Wie sagt man so schön, alles andere wäre unseriös. So sieht's aus. Kommen wir zu etwas Seriösem. VfB-Frauen, die Highlights aus der Hafenbahnstraße. Präsentiert vom Brustring-Frauen-Podcast. Grüß Gott, Litzam. Heute werde ich euch einen kompakten Einblick in die laufenden Vorbereitungsspiele der Frauen 1 geben. Das erste Einlagespiel gegen den SGM Sulgen-Hart konnten die Mädels bereits mit 16:0 für sich entscheiden.
Bei ein bisschen mehr Zielstrebigkeit hätten es durchaus ein paar Tore mehr sein können. Sonntag vor einer Woche gab es dann in Weinberg beim dortigen Zweitliga-Aufsteiger einen ersten Härtetest, den die Mädels mit 2:0 für sich entscheiden konnten. Offensiv war der VfB immer wieder gefährlich. In der Verteidigung musste man sich zu Beginn den Angriffen der höherklassigen Truppe aus Weinberg stellen und schaffte dies bis auf wenige Ausnahmen sehr solide. Am vergangenen Samstag konnte man sich dann mit der Verbandsliga-Mannschaft der Wormatia aus Worms messen. Mit insgesamt 8:0 verabschiedeten unsere Mädels die Gäste in ihre Heimat. Hier hat man auch deutlich die Qualität der Neuzugänge bemerken können. Insbesondere das Zusammenspiel von Jana Beuschlein und Jana Spengler sah schon richtig gut aus. Aber auch Youngster Svea Fleischmann zeigte einen sehr engagierten Auftritt. Die Abwehr und die Torspielerinnen hatten wenig zu tun. Vorne hätten es auch hier noch ein paar mehr Tore sein können, aber auch das kann man bis zum Beginn der Saison am 17. September gegen Herrenberg ja noch üben. Also merkt euch, 17. September, Hafenbahnstraße gegen Herrenberg. Sehr wichtig, die Vorbereitungszeit ist bisher bis auf ein paar kleinere Blessuren in den Testspielen verletzungsfrei verlaufen. Knock, knock, knocking on wood, dass es weiter so bleibt. Und mittlerweile auch voll im Trainingsbetrieb mit dabei ein anderer Neuzugang bei den Frauen, nämlich Desmond Thompson, der sich seit dieser Saison für die Athletik der Spielerinnen verantwortlich zeichnet. Aus dem Krankenlager gibt es noch zu vermelden, dass Hannah Birkner vergangene Woche erfolgreich am Kreuzband operiert wurde. Von unserer Seite weiterhin gute Besserung. Am kommenden Wochenende verabschieden sich die Mädels dann in ein Kurztrainingslager. Hier sollen 4 bis 5 Trainingseinheiten absolviert werden. Außerdem steht ein Testspiel vor Ort gegen Musbach auf dem Plan. Ob das stattfindet oder nicht, das zeigt sich dann vor Ort. Die Zeit dort möchten aber die Verantwortlichen rund um Trainer Heiko Gerber auch für Teambuilding-Maßnahmen verwenden. Ja, und das waren die News aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche. Ciao. Das war die Stimme vom Brustring-Frauen-Podcast. Unserem neuen Partner, was die VfB-Frauen angeht, die machen selbst einen wöchentlichen Podcast, haben immer Gäste auch vom und aus dem Club, also sehr, sehr hörenswert, hört da gerne rein. Letzte Woche zum ersten Mal bei uns hier so aufgetaucht, soll die ganze Saison über bei uns auftauchen und uns jede Woche so ein bisschen Einblick liefern. Was ist denn da los in Obertürkheim an der Hafenbahnstraße? Deswegen auch Highlights aus der Hafenbahnstraße. Manchmal geht es um Spielerinnen, manchmal geht es um Verantwortliche, manchmal geht es einfach um Spiele, um das, was am Wochenende los war. Das wird jede Woche hier bei uns jetzt zu hören sein und wir würden uns freuen, wenn der ein oder andere von uns vielleicht auch mal dort vorbeischaut und mal sich dann eine ganze Sendung von denen reinzieht, die meistens deutlich mehr in die Tiefe gehen, als wir das überhaupt je könnten, weil uns einfach der Einblick fehlt. Und genau deswegen freuen wir uns, dass wir die Kolleginnen gewinnen konnten, Kolleginnen und Kollegen. Und ja, freuen uns da sehr auf die neue Saison mit den VfB-Frauen und mit dem Brustring-Frauen-Podcast. Und ich glaube, worauf sich viele Fans auch freuen in den kommenden Tagen und worauf sich vielleicht auch ein Philipp Meisel freut in den kommenden Tagen, ja, nämlich das Spiel in Sheffield. Dazu kommen wir nach einer kurzen Pause. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Sheffield United gegen den VfB Stuttgart am kommenden Samstag. Es ist die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart und aus Gründen bestreitet der VfB diese Generalprobe nicht im heimischen Stadion. Das werdet ihr da draußen sicher alle wissen. Da wird noch gebaut. Da sind noch die Bagger. Bodo mit dem Bagger ist da noch unterwegs. Und ja, aber es ist schon wirklich Endphase. Ja. Also heute lief die Meldung über die Anführungszeichen oben Ticker, Anführungszeichen Ende, dass die Partie gegen Bochum quasi ausverkauft ist. Es gab noch ein paar hundert Restkarten, die sind wahrscheinlich mittlerweile auch schon weg und das heißt knapp um die 56, 57, 58.000 Leute sind drin. Also das wird großartig. Wirklich großartig. Ja, ich freue mich drauf. Aber jetzt erstmal Sheffield. Sheffield, mit einem Philipp Meisel vor Ort an der Bramall Lane. An der Bramall Lane, der Philipp Meisel,
darf dahin, darf das Ganze covern. Ihr könnt also euch darauf verlassen. In unserer Insta-Story und in unserer App, auf unseren Portalen werdet ihr alles Mögliche lesen rund um dieses Spiel. Es gibt natürlich auch Live-Ticker. Es gibt übrigens nicht nur ein Spiel, es gibt zwei Spiele. Denn der VfB plant, mit dem ersten Anzug anzutreten und danach spielen einfach die Reserven nochmal gegeneinander. Ja, das heißt, es wird einfach danach noch ein Reservespiel geben. Ja, zweimal 90 Minuten sind geplant. Soll sich auch lohnen, wenn man schon mal hinkriegt. Ja, es ist auch so. Also natürlich stellen sich die Fragen auch zurecht. Oh Gott, was muss das sein? Darüber fliegen? Ja, Nachhaltigkeit, dies, das, Ananas und so weiter. Vollkommen legitim, diese Frage zu stellen. Ich kann dazu nur zwei Dinge sagen. Zum einen, da entscheidet auch wieder die kleinste Violine der Welt. Das heißt, wenn der Organisationspartner für solche Spiele, das ist Onsite, das ist eine Agentur, ihr lest dazu auch von mir in der App was, ich habe da ein bisschen Hintergrund aufgeschrieben. Wenn die sagen, pass mal auf, wir machen so ein Spiel, wir können da entsprechend Geld verdienen, ihr alle, wir alle können damit Geld verdienen, dann wird das halt gemacht. Ja. Zum anderen, Stichwort Nachhaltigkeit, der VfB Stuttgart hat eine eigene Abteilung für dieses Thema mittlerweile. Der Steffen Lindenmeier steht davor, ja, der früher auch im Presseteam war. Schon jahrelang beim Verein. Genau, und die machen, also der VfB kompensiert all seine Aktivitäten. Das heißt, es wird alles quasi auf der Liste gepackt und am Jahresende wird einmal eine große Kompensation quasi ausgelöst. Ja, ein Aufheben der, sag ich mal, des CO2-Fußabdruckes, den der Club ja irgendwo hat. Ist ja ganz logisch durch seine Reisebewegungen und so weiter. Also ihr könnt euch sicher sein, dass da etwas als Ausgleich stattfindet, ja, auch wenn dieses Spiel jetzt im ersten Blick sich natürlich völlig komisch aussehen, was die fliegen jetzt nach England für so ein Spiel da, ja, also. Genau, das ist der Punkt. Und vor allem ist es einfach nicht so, und das ist, glaube ich, immer noch manchmal verbreitet, dass es so laufen könnte, dass der VfB so seine Karteikarten nimmt und die Telefonliste durchklingelt bei möglichen Gegnern, gegen die man möglicherweise eine Woche vor dem Pokal spielt. Ja, so machen wir das manchmal beim Teberoy Tischtennis, aber wir machen das nicht beim VfB bei einem anständigen Bundesligisten. Hebt dann jemand ab in Erkenbrechtsweiler oder was? Ja, oder mal bei TTC Essling oder so. Da gibt es schon was. Aber wie gesagt, das ist wirklich so, es ist nicht so, dass man da einfach anruft und sich gegenseitig, sondern das läuft über Agenturen, das wird vermarktet. Das ist eine regelrechte Branche. Absolut. Also es ist eine regelrechte Branche, die gibt's, die wird im Winter und im Sommer aktiv. Schaut euch nochmal an, was die Großen da in den USA, in China machen. Auch das Trainingslager, das der VfB in Österreich hatte, wurde von einer Agentur organisiert. SLFC heißt, glaube ich, ein Österreicher. Der Ursprung dieser, sag ich mal, Bewegung in Deutschland ist irgendwie ganz witzig. Der liegt schon 20, 30 Jahre zurück. Ein ehemaliger Torhüter von Werder Bremen hat dieses alles so in Deutschland so ein bisschen ins Rollen gebracht. Dieter Bodensky, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls, der hat irgendwann angefangen, für Fußballvereine Wintertrainingslager anzubieten in Belek in der Türkei. Mhm. Belek ist bis heute ein Hotspot für solche Sachen. In Belek hat sich ein ganzer, sag ich mal, Wirtschaftszweig gegründet. Da fährst du kilometerweit durch solche Anlagen, wo halt Amateurvereine sogar da ihre Trainingslager abhalten. Und das steckt da so ein bisschen dahinter. Ich habe das versucht, kondensiert zusammenzupacken, aufzuschreiben. Ihr lest diesen Text in Vorbereitung auf das Spiel an der Bramall Lane. Und das ist natürlich ein Highlight. Ja, dieses Stadion ist... Das ist eine Sensation. Das ist eine Sensation, ja. Das ist ein richtig schönes, altes englisches Stadion noch. Wird ausverkauft sein im Großen und Ganzen. Also ich habe, soweit mir das bisher zugetragen wurde, es scheint das so zu sein, dass sie da 20, 25, 30.000 Leute hinstellen für dieses Spiel. Und das ist also ein schöner Rahmen. Und vor allem, das ist jetzt wiederum, schlägt so ein bisschen den Bogen zu unserem Anfangsthema, nämlich dem Test in Heimstetten, es ist halt sportlich eine richtige Hausnummer. Ja, das sind zwei Mannschaften, die sind gleich weit in der Vorbereitung. Aufsteiger Premier League gegen Abstiegskandidat Bundesligist oder letztjährigen Abstiegskandidat. Das ist so auch wirklich sportlich Augenhöhe, da raucht's, oder wie Tobi Radke sagen würde, da wird richtig geschrubbt. Ja, und das ist natürlich was die Trainer gerne haben. Ja, und wenn sich nachher keiner verletzt und ordentliches Ergebnis bei rumspringt, dann ist es ein Trip, der mit unter der Schublade positiv dann eingeordnet wird. So, mal schauen. Es hat 249,5 Folgen gedauert, bis wir endlich mal ein bisschen internationales Flair reinbringen konnten in diesen Podcast. Und unseren Felix, der sich ansonsten mit
teilweise auch grauen Bundesliga-Mäusen auseinandersetzt, jetzt mal angesetzt haben auf Sheffield United, auf den großen internationalen Fußball. Alle Infos zum Generalprobengegner des VfB und generell so ein bisschen Einblick in die Geschichte zwischen VfB und englischen Clubs, das hat unser Felix jetzt. Der Mein VfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank. Am Samstag reisen die Schwaben für den letzten Härtetest vor dem Saisonbeginn nach England. Zeit für uns, um auf vergangene Partien gegen englische Clubs zu blicken. 12 Spiele, 3 Siege, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen gab es bisher im internationalen Wettbewerb. 1992 schied der VfB in der ersten Runde der Champions League gegen Leeds United aus. Eine historische Paarung. Die Schwaben gewannen das Hinspiel im Neckarstadion mit 3:0. Im Rückspiel führten die Engländer mit 3:1. Dann wechselte Daum den 4. ausländischen Spieler ein. Nach den damaligen Regelungen zu viel. Leeds gewann mit 4:1, der VfB wäre durch den Auswärtstreffer trotzdem weiter und damit in der Gruppenphase gewesen. Die UEFA entschied sich, das Spiel mit 3:0 für Leeds United zu werten. Im Entscheidungsspiel von nur etwa 8.000 Zuschauern im Camp Nou verlor der VfB mit 1:2. 6 Jahre später standen die Stuttgarter im Finale des Europapokals, der Pokalsieger gegen den FC Chelsea. Das Löw-Team unterlag durch einen Zola-Treffer mit 0:1. 2003 kam es zu einem unvergesslichen Abend im Gottlieb-Daimler-Stadion. Durch die Treffer von Čapić und Kurani gewann die Magath-Mannschaft mit 2:1 gegen Manchester United. Im Achtelfinale schied der VfB gegen Chelsea aus. Und zuletzt noch 2006, in der dritten Runde der Europa League scheiterte der VfB gegen Middlesbrough. Die Engländer zogen sogar bis ins Finale ein. So viel zu den Pflichtspielen, nun zu den Testspielen. 2014 verloren die Stuttgarter gegen Hull City mit 1:2, auch ein gewisser Andrew Robertson traf. 2016 fand das wohl eingeprägteste Testspiel statt. Unter Zorniger gewannen die Schwaben furios mit 4:2 gegen das Star-Ensemble von Manchester City. Diese beiden Testspiele fanden in der Mercedes-Benz-Arena statt. Dazu kam noch ein 3:3 gegen Huddersfield Town 2017, ein 0:3 und ein 1:1 gegen Liverpool 2020 und 2021 und der 2:1 gegen Brentford 2022. Letzteres ist also ein etwas vergleichbarer Gegner zu Sheffield United jetzt, da Brentford nur eine Premier League-Saison auf dem Buckel hatte. Sheffield stieg 2021 ab, mit 91 Punkten in 46 Spielen stiegen die Blades nun auf dem zweiten Platz direkt auf. Nachdem erst der Starstürmer verkauft wurde, hat das Team aktuell einen Marktwert von etwa 85 Millionen Euro. Das Team von Sebastian Hoeneß kann aktuell einen Gesamtmarktwert von 129 Millionen vorweisen. Gespielt wird im ältesten Stadion der Welt, in dem immer noch professionell Fußball gespielt wird, der Premier Lane. Dazu kommt auch der älteste Fußballverein der Welt. Das Spiel des 1857 gegründeten FC Sheffield wollen einige der mitreisenden VfB-Fans nach dem eigenen Testspiel auch noch besuchen. Bramalane, ding dong, Bramalane, ding ding dong. Wir haben hier 4 Personen in diesem Aufnahmeraum. Ich muss den bringen, weil alle haben diesen Ohrwurm seit 10 Minuten. Na, da gehen die Arme schon nach oben. Es ist was Besonderes. Danke, Felix, für die Infos. Sehr, sehr spannend. Und es gibt noch spannende Dinge, die man berichten kann. Ja, zum einen, also das ist nicht das einzige Spiel an diesem Wochenende in Sheffield. Ja, es spielt schon am Vorabend Sheffield Wednesday gegen den FC Southampton. Das ist der Auftakt in die zweite Liga England, in die Championship, eine Auftaktpartie. 21 Uhr und am Tag drauf, also nach dem Spiel, ist der VfB absolviert. Es ist nämlich schon um 12.45 Uhr Ortszeit, wird es, glaube ich, angepfiffen. Gibt es nicht nur das Reservespiel. Und es gibt auch noch ein Spiel des FC Sheffield, ja, des dritten Clubs aus der Arbeiterstadt, seines Zeichens der älteste der Welt, ja, um 1857 rum, glaube ich, gegründet. Das sind Zahlen. 58 erstes Pflichtspiel. Mhm. Und die sind mittlerweile nur noch Siebtligist oder so. Und die haben ein Testspiel gegen Bansford United. Und das war ursprünglich auf 14 Uhr, glaube ich, angesetzt. Und weil aber so viele VfB-Groundhopper, die den VfB jetzt nach Sheffield begleiten, diesen anderen Club angeschrieben haben, haben die kurzerhand das Testspiel nach hinten verlegt, fangen jetzt um 3:30 erst an, damit die VfB Groundhopper dieses Spiel auch noch mitnehmen können. Ja, es reisen mindestens, hat mir Christian Schmidt, der Chef der Fanbetreuung, gesagt, 200 Stuttgarter mit nach England, 201 mit mir. Und ich wollte mal nicht außer Acht lassen. Alles werdet ihr, wie gesagt, lesen in der App, die ganzen Hintergründe so ein bisschen. Und ihr lest auch was, was ich mich persönlich sehr berührt. Ich habe nämlich jemanden aufgetrieben, der hat 1986, als er 16 war, einen Brief geschrieben an Sheffield United. Der ist damals dort in der Stadion, im Programm, im Stadionheft abgedruckt worden. Er ist ein 16-jähriger Junge aus Deutschland, aus Reutlingen. Und er findet Sheffield United total spitze. Die heißen übrigens The Blades, die Klingen, ja, ist ihr Spitzname. Und er sucht Engländer Fans
der Blades, mit denen er sich austauschen kann, Stadionhefte tauschen, man trifft sich, dies, das. Und daraus ist eine Fanfreundschaft entstanden, die seit 1986, Entschuldigung, anhält, gelebt wird. Wow, ja. Ich habe diesen Menschen aufgetrieben, habe mit ihm gesprochen, auch diese Geschichte gibt es dieser Tage zu lesen in der MeinVfB-App, freut euch drauf. Er war damals 16? Also 86 war er 16. Ja, okay, das heißt jetzt... Hat er schon ein paar Tage auf dem Buckel. Einiges mitgenommen an Fußballspielen. Großartig. Das sind Geschichten, da geht einem das Fußballherz auf, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Also große Vorfreude bei vielen Fans, die hochfahren, bei dir, bei, ich glaube, allen, weil das ist schon einfach mal was Besonderes. So ein Kick und dann trotzdem muss man natürlich sagen, am Ende, um dann auch den Bogen zu schließen zu dem, was wir am Anfang hätten, am Ende ist es dann aber trotzdem auch nur ein Testspiel. Also sportlich und, bitte nicht überbewerten. Genau. Egal in welche Richtung das ausgeht, das Ding, nicht überbewerten. Und wichtig ist dann natürlich das, was passiert dann zwischen Sheffield und Reutlingen, wenn es dann am Samstag drauf an der Kreuzeiche zum Pflichtspielauftakt geht bei der TSG Balingen. Bei der TSG Balingen, die zwar ein bisschen Probleme hatte mit ihrem Ticketing, aber ich glaube, die kriegen die Hütte dann schon voll. Absolut. Ja, der VfB wird in den Spieltagsmodus gehen und zwar nach Rückkehr aus England. Da wird es am Sonntag nochmal so ein bisschen auslaufen, Spielersatztraining geben vielleicht oder vielleicht sogar nicht, sondern gleich frei. Montag ist definitiv frei und ab Dienstag geht es dann in den Rhythmus, den man dann auch in der Liga haben möchte, nämlich dieser klassische Dienstag bis Sonntag, wie die Mannschaft dann immer trainiert, zusammenkommt, auf Touren kommt, dann Richtung Wochenende hin, um dann eben ihr Pflichtspiel, wo es auch immer ist, entsprechend erfolgreich zu gestalten. Immer mit Blick auf diesen Samstag. Also der Spielplan will es auch so, dass der VfB sehr, sehr oft Samstag spielt. Es geht nur, es geht freitags mal nach Leipzig, es geht freitags mal zu Hause gegen Darmstadt. Aber ansonsten ist das schön klassisch Samstag 15:30 Uhr. Das ist eigentlich ganz gut für einen Rhythmus, um so reinzukommen, wie du gerade gesagt hast. Weil ich glaube, was einfach auch ganz wichtig ist, das gilt für jedes Sportteam, ist einfach so eine Art Routine, zu wissen, was ist verlässlich. Manchmal macht man natürlich dann irgendwelche überraschenden Dinge auch als im Trainerteam, aber jetzt auf jeden Fall diese Sensibilität zu wecken für, okay, jetzt machen wir noch Sheffield, ein schönes, cooles Spiel, ein cooler Ground und dann geht's richtig los mit Samstag. Genau, also und ich meine, das ist ja auch, du siehst das aber bei uns, selbst wir Journalisten, die über den VfB berichten, haben einen ähnlichen Rhythmus. Bei uns ist Journalistenwochenende ist meistens Montag, Dienstag, ja, dann fährst du so langsam wieder hoch. Ab Donnerstag fängt es an zu kribbeln, ab Freitag kribbelt es richtig und Samstag zählst, dann musst du abliefern. Das gilt für uns genauso wie für die Spieler und das macht auch irgendwo unseren Job so reizvoll, ehrlich gesagt. Ja. Also bei mir ist es so, ich kann nur für mich sprechen, aber ich glaube, ich sehe es hier, ich sehe in deinen Augen ein gewisses Glitzern, insofern. Ja. Nee, deswegen ist das alles... ja, schön, das ist langsam, ich finde, es kribbelt, das geht langsam los, man merkt es auch, wenn man auch sich mit den Verantwortlichen da unterhält, das ist so, das steigert sich so langsam. Ja. Ich glaube, das ist genau die richtige Dosierung, wie sie gerade stattfindet. Das war's für die 250. Folge. Wir hoffen, wir haben euch Spaß gemacht, wir konnten euch ordentlich Info mitgeben, haben euch ein bisschen unterhalten, ist ja auch immer unser Ziel, es soll nicht so furztrocken auf Schwäbisch gesagt sein, wie manche andere vielleicht rüberbringen. Aber insofern, ich würde mal sagen, Philipp, selten galt der Spruch so gut wie heute, dass es ein schnuckeliger kleiner Podcast ist. Ne? So wie wir hier so ein bisschen aneinander kuscheln. Richtig. Aber nein, es ist tatsächlich die 250. Wir hoffen, es hat euch großen Spaß gemacht. Wir freuen uns wie immer, und das ist echt Wahnsinn, was wir da teilweise kriegen an Zuschriften. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Lob, über Kritik, über Anregungen jeglicher Art. Wie immer, per E-Mail an info@meinvfb.de oder über die gesamten sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram, folgt uns, wo ihr uns folgen könnt, besternt und liked uns, wo ihr das gerne tut. Und wir freuen uns über jede Reaktion, über alles, was rund um das ganze Thema passiert. Und glaubt bloß nicht, dass wir mit 250 Folgen schon zufrieden sind. Da kommt noch was. Vielen Dank, nicht nur an dich, Philipp, sondern auch an alle da draußen, an alle, die uns supporten, an alle, die auch diese Folge hier möglich gemacht haben. Zwei unter anderem davon sind hier im Raum. Felix,
Und Felix? Und Felix? Nix, Klaus und Klaus. Klaus, nee, und Klaus, Klaus wir Felix fangen jetzt nicht an, an der Nordseeküste zu singen. Nein, ne? Nein. Aber wirklich auch an alle, Mari, der uns das nachher zusammenschneidet und das gesamte Team, das uns hier unterstützt hat. Wir freuen uns, sind echt auch ein bisschen stolz auf diese 250. Absolut. Und machen weiter. Und jetzt, Philipp, Bierchen? Ich halte es mit Horst Rubisch. Ich sage nur ein Wort. Vielen Dank. Ciao. Podcast. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.